Wir können natürlich da hoch. Wir können ja mal gucken, was da oben ist, wonach es aussieht. Was? Rotes Käferkügelchen. Ja, alles klar, du Arsch. Geht die Scheiße auf hier? Nein, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Okay. Wissen wir das schon mal? Aha. Eine rostige Münze, zwei Stück sogar. So, hier können wir mal kurz die Sachen nachgucken. Rostige Münzen sind zermahlen für Verbesserung. Was? Finderglück. Okay, Finderglück ist nicht so wichtig. Ja, hier findet man so viel gegen Feuerminderung. Da muss irgendwas kommt da mit Feuer. Das steht schon fest, dass da irgendwas mit Feuer kommt. Wie, oh Gott, ist das ekelhaft. Ich würde gerne da runter gehen noch. Hier gibt es total viele Shinies. Was war das? Was war das? Oh nein, hier ist wieder sowas. Dieser Riese. Oh, verdammte Scheiße. Dieser riesige Typ, der da auf dem Turm steht. Da kann ich ja wieder nicht dahin. Mann. Verdammter Mist, ey. Was? Blutverlust? Warum habe ich Blutverlust? Was war denn das? Warum steigt das? Hallo? 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 Wie kann man das heilen? Sterbe ich jetzt? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas an mir oder was? Was ist denn das gewesen? Ihr fiesen Schweine. Oh nein. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass da der Selbstmörder in ihm durchkommt. Aha, okay, da können wir auch durchlaufen. Hier machen wir mal ein bisschen langsam. Ist gut, ist gut. Okay. Hier geht's also weiter. Wow, da wäre ich ja, puh, kurz vorm Löffeln gewesen. Okay, da oben. Was? Was war das schon wieder? Ah, du ekelhafter kleiner Wichser, du. Da ist noch so einer. Komm.
Überall hängen diese Heslons wieder rum. Ach nö. Sobald man das wegnimmt, schnappt die Falle zu, ey. Boah, ist das fies. Arschloch. Arschloch, was ist das? Da unten? Ist doch nicht wahr. Ich wusste, dass da einer ist. Boah, ey. Hier geht's so ab. Ein paar schwere Bolzen. Schön. Oder auch nicht schön. Gottes Willen, wo bin ich denn hier? Da hockt einer. Da ist so eine dicke Big Mama. Wenn ich das nehme, kriege ich wieder einen drauf. Das war doch so klar und trotzdem haben die es hingekriegt. Hau doch mal zurück, Junge, 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 Junge. Wie bitte? Ich blocke doch. Du Schwein, ey. Sklavenkapuze. Du bist auch so ein Sklave. Toll. Hier ist natürlich jetzt gar kein. Nicht mal annähernd ein Leuchtfeuer hier. Und es sieht auch nirgendwo nach Leuchtfeuer aus. Ja, da liegt was, aber das wird jetzt nichts Besonderes sein. Auf jeden Fall nicht so besonders, dass ich mich dahin wage. Wie dem das nichts macht, ne? Ich muss mal ganz schnell den Ring anziehen. Weil wenn wir sterben, will ich nicht meine ganzen Seelen verlieren. Und es dauert ja wahrscheinlich nicht mehr lange, bis wir tot sind. Zumal uns hier immer irgendwas auf die Birne rumspringt. Ja, oder so ein kleiner Arsch da. Bitte. Das kann nicht wahr sein hier. Hier ist doch noch einer, oder? Noch eine Seele. Hier sind überall Fallen. Ich habe wieder einen draufgekriegt, obwohl ich so viele losgeworden bin. Das muss man aber erstmal schaffen. Gottes Willen, wo bin ich hier? Da habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da wieder was kommt. Die übertreiben es, das darf nicht wahr sein. In jeder Ecke. Oh, man traut sich gar nicht, irgendwo hinzugehen. Ich habe auch nur noch minimales Leben. Scheißdreck.
Da hinten steht auch noch einer. Der läuft so, als wenn das einer wäre, der ein bisschen stärker ist. Ich habe aber auch eine Idee. Wir haben doch so viel Glut. Wir können sie aber nicht benutzen. Scheiße. Ich dachte, wir könnten uns mit der Glut auch heilen, aber das geht gar nicht. Weil wir schon Glut haben, wahrscheinlich. Mist. Wow, ob wir den schaffen, das werden wir ja sehen. Backstab auf jeden Fall. Nice Scheiße. Haben wir. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Ja, ist okay. Ist okay. Machen wir das mit dir eben auch. Ist jetzt mal gut. Nein, da sind noch mehr. Ach du Kacke. Was ist denn hier los? Wir müssen uns mal kurz verstecken. Das wird ja. Ich will nicht sterben und wenn die Feuer haben, dann kann ich dir nicht blocken mit meinem Schild. Das. Also es blockt schon, aber die ziehen uns halt trotzdem was ab. Ich habe hier gerade zwei deutlich stärkere Gegner erledigt. Ich will jetzt ehrlich nicht an denen scheitern. Wow! Oh mein Gott, wo haben die mich entdeckt? Scheiße! Scheiße! Lange mache ich nicht mehr, aber wenigstens noch mal gucken, was hier ist. Ah, ich hab. Warum auch immer, ich habe Estus-Flakons. Und ich schwöre, ich weiß nicht warum. Geht das auf hier? Oh, allerdings. Das ist doch der Shortcut. Das hier ging ja nicht auf. Jetzt habe ich wenigstens den Shortcut. Gott sei Dank. Wow, wow, wow. Ah, fuck. Ich muss auf den Großen achten. Nein, ein zu früh geschlagen, scheiße. Aber egal, wir haben den Shortcut noch geöffnet. Das war die Hauptsache. Boah, Gott sei Dank, wenigstens, wenn es schon kein Leuchtfeuer gibt, dann wenigstens den Shortcut. Und ich behalte meine Seelen, weil wir den Ring angezogen haben. Ja, durch Opferung geht keine Seele verloren. Der Ring allerdings geht kaputt. Das ist mir relativ egal, wie cool wir aussehen, ne? Ich bin da immer noch nicht drüber hinweg. Ja, das macht ja gar nichts. Deswegen reisen wir jetzt auch zum Feuerbandschrein, leveln uns nochmal schön hoch
Und in der nächsten Session werde ich dann versuchen, nochmal dahin zu gehen, ne? Ist ja klar. Wir wollen es ja schaffen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jetzt kommen wir auch endlich mal an ein paar Welcome Seelen. home, Ashton. Very well. So, Then touch Aufstiege. take Naruto. Ich weiß nicht, wie viele. Zwei könnten wir schaffen. Ja, und dann brauchen wir auch schon 8000 für eine. Ja, wir gehen natürlich wieder auf Stärke, Kondition und Vitalität. Ah, shit. Vitalität. Obwohl Vitalität jetzt nicht unbedingt, aber Kondition und Stärke erstmal. Ja, ich möchte das bitte übernehmen. Mittlerweile sind wir Stufe Farewell, I shall leave. 37. So, wenn wir schon da unterwegs sind, unser Dieb ist immer noch nicht wieder da. Aber vielleicht können wir ja doch wieder hier mit ihm reden. Wow. Wer bist du? Oh, prithee. Art thou good yeols, master? I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Würdevolle Another matter. Verbeugung. Thou'rt a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our lord of hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Till we Okay. meet again. May the dark sigil guide thee. Der ist gestorben. Er hat seine Bestimmung erfüllt und ist gestorben. Und das ist eine enge Vertraute von Speak ihm. thy desire, honorable Lord of Hollows. Thou'rt a lord, art thou not? Bearer of the dark. For the time thou remainst our lord, and I of course. Okay. Die hat auch Gegenstände zu verkaufen und die verkauft uns anscheinend Zauber. Und eine Finsterhand. Es gibt ja eine Pyromantenhand und es gibt eine Finsterhand anscheinend. Voll geil. Unwahrer Dunkelring bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Ring der Opferung, natürlich, das haben wir gerade genutzt. Und nimmt das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Okay, Giftwurfmesser. Läuterungsstein. Die verkauft uns also sowas. Folian von Londor, das ist ein Buch. Wunder von Londor lernen, den nehmen wir für 50 Seelen. Till we meet again. May the Wie dark krass. Oh, mein Pilger ist tot. Scheiße. Ich fand den cool, aber sehr geil, dass dann auf einmal eine enge Vertraute hier auftaucht. Ich dachte gerade, hä? Die war doch sonst nicht hier. Ja, das war's dann mit den Gratis-Leveln anscheinend. Trotzdem geil. Trotzdem geil. Wie kann man das eigentlich hier machen, diese würdevolle Verbeugung? Diese Ehre erweise ich natürlich unserem Pilger. Diese Verbeugung galt ihm. Ja, ansonsten können wir noch mal kurz gucken, was das für ein Buch war. Wenn es ein Schlüsselgegenstand ist, dann wir können es auf jeden Fall nicht benutzen. Ein Folian von Londor, geschrieben in Blindenschrift, der zum ersten Mal von Lilian von der Schwarzen Kirche gelesen wurde. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um die Wunder von Londor zu erlernen. Dieser verbotene Foliant gewährt allen Hüllen Erlösung und verflucht im Gegenzug alles, was lebt. Ein Geschichtenerzähler? Bist du ein Geschichtenerzähler? Oh, Champion, do you wish it?
Heiligen Foliant. Ja klar, du machst das. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only... they frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. Ah, jetzt haben wir hier böse Wunder, hä? Finstere Klinge, Schweigegelübde und erneuerter Tod. Tja, damit lernt man Wunder, neue Wunde. Wir wollen die natürlich ausbauen im New Game Plus. Weiß ich ja jetzt nicht, ob wir die schon hier haben oder ob wir die dann auch alle neu suchen müssen. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, werde ich dann sehen. So, es ist mal wieder Zeit. Die Zeit ist schwer, aber ich muss mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch haben die Parts bis hierher gefallen. Wir sind anscheinend noch lange nicht durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei allen fürs Zuschauen. Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.